Hallo, jetzt zeige ich euch, was es Neues im Keynote gibt seit iPadOS 16. Weg ist jetzt das Wort Präsentationen. Früher hat man für das Wort Präsentationen klicken müssen, um rauszukommen. Hier haben wir jetzt einen Pfeil, um rauszukommen. Hier ist unser normales Schubladen-Icon, wenn wir einfach die Ansichten uns die anderen Ansichten haben wollen. Hier ist was Neues, und zwar, wie wir da klicken und tippen, finden wir hier jetzt die Präsentationsoptionen. Hier können wir die Konfiguration zum Beispiel vornehmen. Zum Beispiel, wir sehen hier, es gibt da Themen oder Foliengröße, können wir ändern. Oder hier wir können den Präsentationstyp ändern. Da brauche ich das oft für App-Prototypen zum Beispiel. Und hier ist ebenfalls umbenennen, bewegen, exportieren, drucken. Früher war das auf der rechten Seite. Es ist gut und wichtig zu wissen, dass es jetzt hier links ist. Also exportieren in den üblichen Formaten. In der Mitte sehen wir, es gibt kein Pluszeichen mehr auf der Seite. Es gibt nur mehr in der Mitte unseren Icons, die wir. Es ist eigentlich cool, dass sie sofort da sind. Hier können wir im Präsentationsmodus wechseln. Hier können wir natürlich Tabellen hinzufügen, hier Diagramme hinzufügen, hier Formen hinzufügen oder Text. Und hier haben wir unseren Medienbrowser mit unseren üblichen Sachen, die wir früher gehabt haben. Bei dem Pfeil-Icon sehen wir nach wie vor, dass wir Dinge teilen können per AirDrop, ja, oder senden. Hier ist unser Knopf, das war früher auf der linken Seite, das zurück. Wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man zurückgehen mit dem Pfeil nach links. Und hier ist unser Pinsel-Icon, wie wir es auch früher gehabt haben. Dinge, die wir verändern wollen, zum Beispiel die Hintergrundfarbe, wäre da beim Pinsel-Icon zu ändern. Und hier ist, finde ich, total cool, eine neue Sache, da bei den Drei-Punkte-Menü. Hier können wir bei der Symbolleiste anpassen. Einfach Dinge hinzufügen zu unserer Schnellzugriffsleiste, sozusagen ist personalisieren. Und hier können wir ganz, ganz coole Sachen hinzufügen, die wir vielleicht öfters brauchen würden. Ich schiebe einfach ein paar Sachen hinein, damit wir sehen können, wie das aussieht. Und ich baue fertig und wir werden sehen, hallo, es sind jetzt Sachen da. Und wenn wir Elemente haben, die interessant sind für diese Elemente, werden die dann sichtbar. Apropos Hintergrund weggeben, wir können dann zum Beispiel da ein Bild uns aussuchen. Zum Beispiel, ich suche mal ein bisschen Bild da. Und ich könnte mal auf Hintergrund. Und es war mit per Knopfdruck ist der Hintergrund weg. Ich finde es total cool. Früher haben wir mit Instant Alpha Maske arbeiten müssen. Hier haben wir einfach da unser cooles sofortigen Tool Hintergrund weggeben. Das ist total cool. Ich bin sehr gespannt, was wir verwenden werden. Ja, ich finde die Updates relativ cool. Was es auch Neues gibt, ist beim Live-Video die Möglichkeit, den Hintergrund zu ändern. Hier sieht man mich da im Live-Video und hier gehe ich zum Beispiel auf unser Pinsel und kann jetzt hier zum Beispiel Hintergrund weg. Das ist wirklich sehr lustig. Jetzt sieht man Hintergrund mit mir. Und hier könnte ich jetzt hergehen und das mit einer Farbe im Hintergrund machen oder ein Bild. Das ist recht witzig, das ist ähnlich wie bei Videosoftware. Ich könnte zum Beispiel so tun, als ob ich in meiner Klasse wäre. Das ist witzig. Ja, und natürlich auch die anderen Sachen für Live-Videos sind auch jetzt cool. Ich weiß nicht genau, ob viele Leute das gewusst haben. Man kann größer, kleiner machen. Man kann ur viele coole Sachen ändern. Man kann es maskieren, man kann einen Kreis draus machen. Also viel, viel Möglichkeiten in Keynote Sachen zu machen.